Littlefoot, deine Großmutter und ich möchten dich doch nicht verlieren. Du bist alles, was wir haben. Es ist so schwer, klein zu sein. Du wirst schneller erwachsen, als du glaubst. Hab Geduld. Genieße es, jung zu sein, mein Kleiner. Und bleib vor allem immer dicht bei der Herde. Oh, Mann. Wir fühlen uns sicher hier in diesem Tal. Der große Wall schützt uns vor Scharfzahn und anderen Gefahren, die hinter diesen Bergen lauern. Aber auch hier im Tal gibt es Gefahren, mein kleiner Littlefoot. Du musst immer vorsichtig sein. Aber meine Freunde! Das reicht für heute. Zeit für dich, schlafen zu gehen. Die große helle Scheibe schläft auch schon. Ich bin doch noch gar nicht müde. Ab in dein Nest, Littlefoot. Aber ich bin nicht. Ich bin noch gar nicht. Ich hab Durst. Ja, mein kleiner Littlefoot. Gute Nacht. Gute Nacht, Großvater. Gute Nacht, Großmutter. Gute Nacht, mein kleiner Liebling. Wach auf! Hä? Sira? Wo steckst du? Hier. Wo? Na, hier. Was machst du hier? Psst, leise. Was ist los? Ich kann nicht schlafen. Es ist sehr wichtig. Wir müssen was bereden. Jetzt? Psst. Ja, jetzt. Hast du Angst vor der Dunkelheit? Ich hab keine Angst. Na dann komm, holen wir die anderen. Japp, 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 wir sind alle hier. Ja, das sind wir. Aber warum wir hier? Gibt es irgendein Problem? Die Erwachsenen. Ich nehme an, ihr seid genauso ausgeschimpft worden wie ich. Ich noch zu klein, ich nicht weit weggehen. Ja, wir sollen nicht dahin gehen, wo wir nicht hin dürfen. Es gibt eine Menge Gefahren, auf die man immer achten muss. Vor allem treib dich nicht mit Langhälsen, Breitmäulern und Dornschwänzen herum. Naja, sie erzählen meistens immer dasselbe. Großvater und Großmutter haben Angst, dass mir was passiert. Genau das ist das Problem. Wir können schon selber auf uns aufpassen. Wir müssen irgendwas unternehmen, damit sie aufhören, uns wie Kleinsaurier zu behandeln. Sira hat richtig. Das finde ich auch. Japp, japp, japp. Genau. Was wollen wir dagegen unternehmen? Naja, vielleicht von zu Hause weglaufen. Laufen? Wohin? Wir könnten einfach hier bleiben. Das ist doof. Hier findet uns doch jeder. Ach was? Siehst du die Felsen? Das ist ein gutes Versteck. Hier sind wir ganz oben und niemand kann sich an uns ranschleichen. Sira hat richtig, seht doch. Von hier aus kann man alles sehen. Ja, das kann man, das kann man. Ducky, da ist ja dein Nest. Aber... Es schleicht sich jemand weg? Oh. Hey, die klauen ein Ei. Die Einäppen einfach ein Teil meiner Familie. Schnell, das müssen wir den Erwachsenen sagen. Nein, wartet. Wenn wir sie ganz alleine fangen, werden sie endlich begreifen, dass wir keine kleinen Babys mehr sind. Oh ja, 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 ja. Also, ich weiß nicht. Du bist ein Angstsaurier. Wir sind zu fünft und die nur zu zweit. Was soll da schief gehen? Naja, Bitte! Na schön. Schnappen wir uns die Bande! Ja!